Es ist nicht interessant, wenn wir das haben, tut sie gar nicht. Und die Metzger haben wir 10 und sie das haben, fangen uns einmal 5 Stück und einmal 10 Stück. Du Misch, da stimmt doch was nicht. Ich weiß nicht, Misch, der Herr Martin, merkt euch das endlich. Was sagst du, Pauli? Ich glaube, die Metzgerbomben sind Schmähdantel. Fahrt's weiter, da beißt keiner an. Okay, das nächste Mal fahren wir wieder zur Taura. Weißt du, was die Schmähdbomben passiert ist? Haben sie 10 Verein in die Taura erwischt. Und der Bauer hat's gesehen und hat's angesagt. Ja, so blöd darfst du ja die Zeit aus einmal zuschalten. Und der Vater hat 1000 Schilling Strafe zahlen müssen. Und mein Vater will mir Strafe zahlen müssen. Dann ging es mir auch schlecht. Ja, mein Vater kenne ich. Ein Monat sterben müssen, gell? Aber das Neueste, was ich sie ausdrückte, ein Monat lang der Mama beim Abwaschen. Stellt euch das mal vor. Und einen Hunger habe ich, dass mir ganz schlecht ist. Also wird das heute wieder ein Wurstsemmittag. Reckerte Laserberger. Wann schon die Laserberger? Klar waren es die, aber morgen gibt's Rache. Wir locken es auf dem Schüttachboden und dort werden es vertroschen. Ich habe ja bessere Idee, die werden genauso nass wie wir heute. Genauso machen wir es. Pfiat dich! Pfiat dich!